Hallo meine lieben Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Tutorial von AFX App German. Mein Name ist Ganesh und heute zeige ich euch, wie ihr sowas Cooles erstellen könnt. Seht zu und staunt. Cool, oder? Und heute zeige ich euch, wie man das erstellen könnt. Dazu benötigen wir folgende Programme. Zum ersten After Effects, zweitens Cinema 4D, drittens Photoshop und viertens Adobe Illustrator. Ihr könnt nochmal das Intro auf der folgenden Seite auf YouTube nochmal anschauen, die gleich unten eingeblendet wird. Okay, aber wir haben jetzt genug geredet, fangen wir doch mal einfach an. Als erstes benötigen wir zwei Bilder. Ich habe einmal dieses hier und einmal dieses hier. Diese zwei Bilder benötigen wir, damit wir unser animierendes Objekt im Intro haben. Und wie wir das hier gleich in Cinema 4D in 3D umwandeln können, zeige ich euch jetzt. Als erstes wählen wir diese beiden hier aus. Machen Rechtsklick, öffnen mit Adobe Illustrator. Nun klicken wir mal einmal hier drauf, damit es ausgewählt wird. Gehen auf Objekt. Interaktiv nachzeichnen, erstellen und umwandeln. Nun wurde unser Objekt blau umrandet, beziehungsweise es wurden sogenannte Pfade erstellt, die wir gleich benötigen. Und unser anderes Bild machen wir das gleiche. Gehen auf Objekt, erstellen und umwandeln. Und das war's. Damit hätten wir schon mal unsere beiden Pfade erstellt. Nun gehen wir auf Datei, speichern unter. Dies bezeichne ich hier mal als G. Unter Schreibtisch, sichern. Version wechseln wir von CS5 auf Illustrator 8. Denn meine Cinema 4D-Version unterstützt die neueste CS5-Version noch nicht. Dazu benutze ich halt die Illustrator 8-Version. Und dasselbe mit unserem anderen Bild. Dies nenne ich mal Ring. Illustrator 8. Und okay. Nun können wir soweit Illustrator hier schließen. Gut. Nun hätten wir schon mal unsere beiden Illustrator-Produkte. Nun markieren wir diese. Hier auf Rechtsklick, öffnen mit. Wo ist denn hier unser Photoshop? Da ist es ja. Wir öffnen mal damit. Und öffnen. Okay. Okay. Nun sehen wir, wir haben einmal unser G und einmal unser Ring. Und hier werden nun erstmal diese Feinarbeiten gemacht, bevor wir das in Cinema 4D importieren. Als erstes möchte ich das weiße Hintergrund hier, den weißen Hintergrund, rauslöschen. Den will ich nicht haben. Also wählen wir diese einfach aus und klicken auf Command X. So wird das rausgelöscht. Und dasselbe machen wir hier. Alle weißen Stellen auswählen und Command X ist in der Mitte ebenfalls. Gut. Nun wählen wir, klicken wir mit unserem Zauberstiftwerkzeug hier in Schwarze unseres Objekts, machen Rechtsklick und gehen auf Arbeitspfad erstellen. Nun wird hier nochmal ein Pfad erstellt, den wir schon mal in Illustrator erstellt haben. Toleranz auf 2 Pixel und okay.
Dasselbe hier nochmal. Wählen es aus. Arbeitsvater stellen. Und okay. Sehr gut. Nun gehen wir auf Datei. Exportieren. Datei exportieren. Pfade Illustrator. Und okay. Dieses hier Ring. Mach ich noch eine 1 davor und sichern. Und dasselbe nochmal hier. Datei. Exportieren. Pfade Illustrator. Okay. G1 und sichern. Gut. Damit wäre auch schon mal unsere Photoshop-Arbeit dann beendet. Nun können wir das schließen. Speichern. Nee, benötigen wir jetzt nicht. Müssen wir jetzt nicht speichern. So. Hier sehen wir dann, dass wir 2 weitere Adobe Illustrator Dateien haben. Diese laden wir jetzt einmal in Cinema 4D. Wir öffnen Cinema 4D. Gehen auf Datei. Wir öffnen die erstmal einzeln. Gehen erstmal auf unsere G1. Öffnen. Faktor machen wir mal auf 1. Und ihr müsst darauf achten, dass das Häkchen bei Splines verbinden immer da ist. Das muss immer da sein, sonst wird das nicht funktionieren. Und okay. Und Datei. Hinzuladen. Wo ist das Ring? Okay. Und okay. Nun haben wir 2 Objekte. Einmal unser Ring und einmal unser G. Bei Ring können wir erstmal auf Funktion. Wo ist es denn? Also, nein, okay, geht schon. Okay. Hier sehen wir erstmal gar nichts. Nichts von 3D. Das ist erst ja nur die zweidimensionale Version unserer Objekte. Und um diese dreidimensional zu machen, gehen wir auf Extrude Norms. Gehen wir erstmal, klicken hier drauf, halten die linke Maustaste gedrückt und wählen Extrude Norms aus. Da schieben wir erstmal unseren G rein. Und wie man sieht, wurde das schon extrudiert und in ein dreidimensionales Objekt umgewandelt. Und dasselbe müssen wir hier machen. Und je nach Anzahl der Pfade, die hier bestehen sind, müssen wir auch die Anzahl der Extrude Norms stellen. Also 2 Extrude Norms. 2. Einmal da rein. Und einmal da rein. So, damit hätten wir jetzt unsere zweidimensionalen Objekte in 3D umgewandelt. Nun müssen wir aber vorher in die Render-Voreinstellung gehen. Auf Ausgabe. Und unsere Größe des Videos erstmal einstellen. Ich will das erstmal auf 720p HD erstellen. So. Die Länge machen wir mal bis 100. Sagen wir mal 150 Bilder. Ausgabe können wir erst später erstmal machen. Ist jetzt nicht relevant. Auf Anti-Aliasing gehen wir auf Bestes und Filter Animation. So. Nun müssen wir das nochmal hier einstellen. So, okay. Nun können wir erstmal unsere 3D-Objekte bearbeiten. Wie man sieht, ist die Tiefe hier in unsere 3D-Objekte sehr gering und ich möchte ein bisschen breiter haben. Also gehen wir erstmal auf unseren G, gehen auf Objekt, Verschiebung und von 20 cm auf 50 bitte. Dasselbe nochmal hier. 50 und hier 50. So. Damit hätten wir schon mal dieses Problem gelöst. Nun
kann man hier noch ein paar Feinheiten reinmachen, ein paar Deckflächen und Rundungen. Hier auch am Ende will ich ein paar Deckflächen und Rundungen. Deckflächen und Rundungen. Und die Startradius enden wir von 5 cm auf 3. 3. Und hier ebenfalls auf 3. Dasselbe nochmal hier. Deckflächen und Rundungen. Deckflächen und Rundungen. Auf 3. Auf 3. So. Hier ebenfalls nochmal. Ja, ist ein bisschen langweilig gerade. Aber das Endprodukt wird sich dann auszahlen. So, und damit hätten wir schon mal ein bisschen unsere 3D-Objekte bearbeitet. Nun wollen wir unsere 3D-Objekte animieren. Aber zuallererst das Ganze, möchte ich erstmal das sogenannte Logo des Intros erstellen. Und das habe ich in dem so erstellt, indem ich das G hier ein bisschen skaliert habe. So damit sich das im Kreise unseres Ringens dann ausgleicht von der Größe her. Ungefähr so. So ungefähr wird es gehen. Ja, okay, so ist es gut. Können wir dann mal einen Blick drauf werfen, wie das aussieht. Ja, ist sehr gut. Gefällt mir. Gut. Nun müssen wir dieses aber animieren, wie ich schon vorher gesagt habe. Und wir animieren das so, indem wir wählen erstmal unser G aus. Verschieben es. Bis dahin. Und unsere beiden Objekte hier, die kann man zu einem Nullobjekt kopieren. Schieben wir dahin. So. Also die sollen erstmal noch nicht im Bild sein. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann gehen wir nochmal auf unser Extrude-Knopf. Machen hier mit diesem Draufklick ein Keyframe. Damit wir das animieren, gehen bis zum 68. Bild und verschieben es ungefähr bis dahin und klicken nochmal drauf. So sehen wir dann, dass der Pfad, den wir dann gemacht haben, animiert wurde, dem hier ein Spline gezeichnet wurde. Und da wir das aber nicht so geradlinig animieren wollen, habe ich da noch eine kleine Drehung hineingebaut. Wir klicken hier drauf, drehen es so ungefähr bis zu 347 Grad. Und dann sehen wir, es wurde animiert. Und dasselbe machen wir nochmal damit mit unserem Ring. Animieren es, machen Keyframe, gucken nochmal drauf, welches Bild das war, 68. Gucken nochmal drauf, ob es auch passt. Ja, ist gut. Keyframe. Noch eine kleine Drehung dazu, schadet ja niemanden. Keyframe. Und so wurde das dann animiert. Okay. Damit hätten wir schon unsere Animation beendet. Okay. Gut. Nachdem wir unsere beiden Objekte animiert haben, möchte ich erstmal meine Position anmachen. So ungefähr. Jo. Ist gut. Nun benötigen wir ein bisschen Licht. Denn wenn wir das jetzt so rennen, dann würden wir das so aussehen und so sieht es kacke aus, sag ich mal. Okay, und wie wir das Licht erstellen, ist ganz easy. Wir klicken hier auf das Lichtobjekt,
Licht und auf das Array-Objekt und wählen das Array-Objekt aus. Wir schmeißen unser Lichtobjekt da rein, wählen das Array-Objekt, ändern den Radius auf 1902. Ja, verschieben es ein wenig und ziehen es nach oben, damit das Licht hier von oben auf herabfällt. So. Und wenn wir jetzt sehen, sieht es dann schon mal so aus. Eigentlich schon mal nicht schlecht. Ja, ist doch gut. Gut. Damit hätten wir auch schon unser Licht. Gut. Nun geht's an die Materials, die wir für unser Objekt benutzen. Wir klicken einmal hier drauf, Datei, neues Material, Doppelklick und erstellen erstmal eine Farbe. Wir gehen hier drauf, gehen auf Textur, Fresnel, klicken auf dieses Objekt, machen einen Doppelklick drauf und nun haben wir hier zwei Regler, mit denen wir den Verlauf verändern können. Und dann nehmen wir unseren schwarzen Regler, schieben es nach links, ganz nach links und den weißen Regler nach rechts. So, damit so etwas erstellt wird. Dann klicken wir auf den weißen Regler und ändern mal die Farbe. Auf dunkelgrau hatte ich, oder? Ja, dunkelgrau. Gehen auf die Spiegelung. Gehen auf Textur, auf Fresnel und auf Glanzlicht und ändern mal die Breite sowie die Höhe. So, dann machen wir ein weiteres neues Material, machen einen Doppelklick drauf, machen ein Häkchen bei Farbe weg und ein Häkchen nur bei Spiegelung. Hier kann man ebenfalls nochmal ein bisschen Glanzlicht verändern. Und nun tun wir diese dann auf unsere Objekte. Erstmal auf Null-Objekt und auf unseren Extrude-Nurbs. Und die Spiegelung auf unsere beiden Objekte. Nun sehen wir, bei Spiegelung entsteht hier ein kleines Fenster mit Tag-Eigenschaften. Bei Selektion geben wir dann R1 ein. Hier ebenfalls nochmal R1. Ja, so ungefähr. Gucken wir mal nach, wie das aussieht. Perfekt. So wollte ich es haben. So sieht es gut aus. Gut. Damit hätten wir auch schon mal unsere Materialien beendet. Gut. Nun könnten wir eigentlich unsere Arbeit bei Cinema 4D rendern lassen. Denn wir haben die Materials erstellt, wir haben die hineingefügt, Licht und die Objekte in 3D umgewandelt. Das war eigentlich die Hauptarbeit bei Cinema 4D. Nun gehen wir auf die Rendervoreinstellungen. Gehen auf Ausgabenummer, 1427, kontrollieren es nochmal, 150 Bilder. Auf Speichern gehen wir von Format TIFF, wechseln wir auf QuickTime PNG-Bild, machen Häkchen bei Alpha-Kanal und wählen den Wort aus, in dem wir es speichern wollen. Bei mir ist es dann, wo ist es denn? Auf Schreibtisch ist bei mir und ich bin es bei unter dem Namen Intro. Oh, ich habe schon Intro 1. Okay, speichern. Okay, nun können wir das Ganze rendern lassen. Nun, nachdem das Ganze fertig gerendert wurde, sehen wir dann, dass jedes einzelne Bild unseres Projekts gerendert wurde.
Und da wir bis auf 150 Bilder eingestellt haben, haben wir dann somit 151 Bilder, denn das erste Bild, das Bild 0, wird mitgezählt. Und nun können wir eigentlich zum After Effects Teil rüberwechseln. Wir öffnen After Effects, gehen auf Ablage, wir gehen erstmal auf Neue Komposition, erstellen natürlich erstmal eine neue Komposition, diese nennen wir Intro, 1527, 10 Sekunden, schwarz und OK. Nun gehen wir auf Ablage, importieren, Datei, wählen das erste Bild hier aus und dann steht hier PNG-Sequenz, öffnen. Nun werden die ganzen Bilder zusammen als eine Sequenz importiert. Die schieben wir hier rein. Nun sehen wir unser Intro. Gut. Aber nun benötigen wir natürlich erstmal ein bestimmtes Background, den wir hier natürlich benötigen in unserem Intro. Dazu suchen wir uns ein passendes Background aus. Öffnen das mal Safari. Geben wir ein Metal Texture. Suchen uns ein gut aussehendes Background hier aus. Das gefällt mir sehr. Sicher. Okay. So sind es aus. Ablage. Importieren Datei. Suchen es erstmal raus. Dauert ein klein wenig. Ich weiß, ist ein bisschen langweilig. Ach, da war es die ganze Zeit unten. Oh mein Gott, ja. Und schieben es wieder hier rein. Skalieren es noch ein wenig. Ungefähr so. Schaut schon mal ganz gut aus. Nun bearbeiten wir erstmal unseren Background. Dazu wählen wir unseren Background aus und gehen erstmal auf unseren Ellipse-Tool und zeichnen erstmal hier so eine Ellipse. Dann gehen wir auf Maske, klicken wir auf den Pfeil, Maskenausweitung und erhöhen mal die Maskenausweitung bis hierhin und die Maskenweichenkante ungefähr so, bis es am Ende so aussieht. Diesen Effekt nennt man, glaube ich, eine Vignette, bezeichnet man so etwas. Wir haben gerade so eine Art Vignette erstellt. Gut. Helligkeit kann man auch ein bisschen verändern. Gehen wir auf Effekte, Farbkorrektur, Kurven. Ja, so ein klein wenig dunkler geht schon. Ja, okay. Ist eigentlich recht okay. Nun gehen wir auf unser Intro, Effekte, Trapcode, Starglow. Da sehen wir, dass bei unserem Objekt, dort wo es weiß war, also dort wo das Licht drauf fiel, nun so eine Art Sternleuchten-Effekt hineingefügt wurde. Und da müssen wir noch ein paar Einstellungen machen. Wir gehen auf Preset von Current Settings auf White Star. Wir wollen ja was Weißes haben. Die Starglow Opacity kann man auch ein ganz klein wenig. Ne, 100 geht schon. Und das Gute ist, dass wir es nicht animieren müssen. Es ist schon alles automatisch gemacht worden. Das ist das Gute dran. Nun haben wir eigentlich schon mal unser Objekt schon mal ein klein wenig bearbeitet. Aber es ist natürlich noch nicht alles. Nun benötigen wir noch mal ein paar Optical Flares. Und die erstellen wir so. Wir gehen auf Ebene, Neu, Farbfläche, erstellen eine schwarze Farbfläche, mit E-Kompositionsgröße natürlich, okay. Gehen auf Effekte, Video Copilot, Optical Flares. Da gehen wir auf Option.
gehen auf Natural Flares. Und wählen uns das hier aus. Die Farbe ändern wir auf Weiß. Oder so ein Silberton. So ein Silberton möchten wir gerne darauf haben. Und bestätigen das mit OK. Somit hätten wir schon mal einen Optical Flare. Nun duplizieren das Ganze mit Command D. Wählen es aus und ändern die Position anstatt oben nach unten. Wartet mal einen kleinen Moment. Ja, so ungefähr. Ja, natürlich ändern wir jetzt mal den Modus, da wir unter anderem sind auf Addieren. Und hier ebenfalls auf Addieren. So sehen wir, dass unsere Optical Flares nun in unserem Intro-Objekt nun sind. Anstatt die nochmal hier rein zu importieren, müsste man hier nur noch diesen Modus hier ändern. Nun gut. Und wie es aussieht, sieht es mal ganz gut aus. Außer, dass es noch ein bisschen zu hell ist. Dazu gehen wir auf Optical Flares und schrauben die Brightness ein ganz, ganz klein wenig runter auf 80 vielleicht. 60. Eben wie hier. Brightness auf 60. Ja. Eigentlich ganz okay. Bei der Metal Texture kann man noch ganz, ganz klein wenig, nur ein ganz, ganz klein wenig, nicht so viel. Die Brightness runterschrauben. Ja, okay. Schon passend. Aber nun bewirken wir uns wieder mit den Optical Flares. Dieser Flare, der da oben ist, da machen wir einen Keyframe auf Position XY. Und bei der anderen ebenfalls. Wir müssen jetzt erstmal die Position animieren. Und zwar möchte ich, dass es dort in diesem Zeitpunkt von oben nach unten und von unten nach oben animiert wird. Je nach Optik Flare jetzt. Hier zum Beispiel ändern wir jetzt die Position so, dass der nach unten wandert. Und der hier entsprechend von unten nach oben. So haben wir dann eine coole Animation erstellt. Okay, weiter geht's. Nun, nachdem wir unseren Optical Flare, unseren Intro erstellt haben, erstellen wir noch einen ganz, ganz kleinen Effekt. Ihr kennt ja bestimmt, bei vielen Kameras gibt es ja diese Einstellung Autofokus. Also, die Kamera fokussiert sich auf einen bestimmten Objekt. Dieses Objekt wird schärfer und der Hintergrund wird unscharf. Dadurch entsteht dieser Effekt, dass dieses Objekt vom Hintergrund heraussticht. Und dasselbe werden wir auch in After Effects tun. Dazu gehen wir am Anfang unseres Videos, klicken auf Metal, auf unseren Hintergrund, gehen auf Effekte, Weich- und Scharfzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Da animieren wir die Stärke. Und zwar, wenn unser Logo erscheint, möchte ich, dass unser Hintergrund dementsprechend noch unscharf ist. Und dass wir noch die einzelnen Zwischenschritte beim Wechseln der Stärke noch ein klein bisschen verändern. Zum Beispiel hier
Das ist schon unscharf und das möchte ich nicht. Also wechseln wir den Wert auf 0. Hier nochmal auf 0. Ja. Immer noch auf 0. So, dass es dann hier unscharf wird. Und danach wieder scharf. Und nun machen wir dasselbe mit unserem Intro. Wir gehen hier drauf, gehen auf Effekte, Gaussischer Weichzeichner, Stärke animieren wir. Und hier soll es schon von Anfang an unscharf sein. Also Anfangswert auf 10. Und wenn es dann ankommt, auf 0. Und hier möchte ich auch schon die einzelnen Schritte ein bisschen animieren. Also hier. Das ist schon ein bisschen scharf, da muss ich ein bisschen auf 10. So ungefähr, so gefällt es mir. Gut. Damit hätten wir schon unseren sogenannten Autofokus-Effekt schon bearbeitet. Das ist richtig okay. Nun können wir nochmal diese ganzen Ebenen hier, Intro-Ebene und so, ein bisschen bearbeiten. Wie man sieht, befinden sich unsere Optical Flares im Vordergrund und unser Intro im Hintergrund. Das möchte ich nicht, also verschieben wir unser Intro dementsprechend nach oben. Und so sieht es dann aus. Gut. Nun können wir noch ein paar sogenannte, wie soll ich sagen, Feinheiten an unserem Intro machen. Und zwar, wie man sieht, habe ich im Intro, den ich am Anfang gezeigt habe, sogenannte Raucheffekte erstellt. Diese Raucheffekte sind sogenannte Pro-Rendered Footage von VideoCopilot.net. Und die möchte ich gerne in diesem Intro einfügen. Also gehen wir auf Ablage, importieren, Datei. Gehen auf meinen Action Essentials Ordner. Diese Pre-Rendered Footage nennt man auch Action Essentials 720p. Gehen auf Atmospheres und wählen einen bestimmten Atmosphere aus, und zwar 6. Gut, schieben wir hier rein. Und dann den Modus auf Addieren. Gehen nochmal auf STRG-D, duplizieren es. Und auf die andere Seite. Ungefähr so. Jedenfalls, dass es auf Addieren ist. Und hier können wir mal die Deckkraft ein ganz klein wenig runterschrauben. Von 100 auf 80%. Beim anderen ebenfalls. Von 100 auf 80%. So. So, damit unser Objekt noch zu sehen ist. Natürlich. Gut, damit hätten wir schon unseren Atmosphere-Objekt, unseren Background-Autofokus-Objekt, unseren Starglow-Effekt haben wir ebenfalls schon und unsere animierten Optical Flares. Gut, nun könnten wir an die echten Feinheiten rangehen. Also, damit meine ich Deckkraft, Einstellungen und so weiter etc. Denn unser Intro ist ja anstatt 10 Sekunden 6 Sekunden lang. Also dementsprechend kürzer als diese ganzen Effekte hier und das wollen wir nicht. Also kürzen wir diese dementsprechend. Wir kürzen die so, indem wir die entsprechende Ebene auswählen. Die beiden hier gehen und dann entsteht so ein Zeichen, so ein Schieberegler-Zeichen und den verschieben wir jetzt so schnell. Ungefähr so. Optik Flares ebenfalls. Und das war's. Die Atmospheres müssen wir nicht. Ich möchte ja noch, dass die noch am Ende zu sehen sind. Nun zoomen wir mal hier ran.
und kürzen diese Nummer entsprechend ein ganz kleinen Moment. So ungefähr, die sollen ja so lang wie mein Intro sein. Also, so. So am Ende. Ungefähr so. Und nun haben wir das nächste Problem. Denn, wie man sieht, nachdem unser Intro hier endet, verschwindet es einfach. Das sieht ja, ehrlich gesagt, nicht so gut aus. Dazu müssen wir dann hier ein bisschen mit der Deckkraft rumspielen. Mit der Deckkraft unserer beiden Schwarzflächen, unseren Hintergrundes und unser Intros. Also klicken wir drauf, den Regler, transformieren, Deckkraft, machen einen Keyframe, hier ebenfalls eine Deckkraft, ebenfalls Deckkraft und hier auch die Deckkraft. Die müssen wir jetzt natürlich animieren. Wir animieren die so, dass der Übergang vom Schwarzen halt nicht so hart aussehen soll, sondern so ein weichen, so ein ganz, ganz weicher Übergang vom Intro auf Schwarz. Und das nehmen wir so. Wir gehen bis hier hin. Bis zu diesem Punkt. Und ändern wir den Wert von 100% auf 0. So sollte es dann aussehen. Es endet langsam. Und damit hätten wir so einen schwarzen Übergang. Ganz, ganz weichen Übergang. Und das sieht doch schon mal richtig gut aus. Nun, nachdem wir unsere sogenannte Transition erstellt haben, unsere kleinen Vordergrund Atmosphäre, also unsere Atmosphäre selbst, unseren Intro bearbeitet haben, unsere Optical Flares und unseren Hintergrund, können wir es auch letzten Endes als Krönung noch eine kleine Textanimation erstellen. Diese Textanimation stellen wir so, wir gehen auf unser Textobjekt, klicken drauf, schreiben was, wie zum Beispiel, weiß nicht, ich habe in meinem Video so www.youtube.com/ und dann User schreiben wir mal drauf. Also der entsprechende YouTube-User, den wir dann hier widmen. Ich habe da den meinen privaten Kanal dann ausgewählt. Ihr könnt dann da eingeben, was ihr wollt. Und wir haben da auch einen entsprechenden Effekt hineingefügt. So einen Schreibeffekt, dass es dann so langsam entsteht. Den haben wir so erstellt. Wir gehen hier auf Effekte und Vorgaben, Animationsvorgaben, 3D-Text, gehen auf Text, 3D-Text, nicht, auf Animate, sorry, und wählen nur Schreib hinein, Effekt, und ziehe den auf unseren Text. Da sehen wir, unser Text schreibt da drauf. Und somit endet das Video dann. Wir können dann noch hier nochmal die Deckkraft dann ändern, dementsprechend ändern. Warte mal. Wir müssen da, okay. Gehen auf Transformieren, Deckkraft. Hier können wir dann auch auf unsere Optimisphäre gehen. Die können wir auch noch schön beliebig verändern. Und dann bis dahin auf 0%. Dann möchte ich das hier auf 0% haben. Dieses hier auch. Und unseren Text dementsprechend ebenfalls. So, und damit kann ich sagen, dass unsere Arbeit an After Effects damit getan ist. Hier sehen wir, unser Logo kommt rein.
Der Hintergrund wird unscharf, das Objekt wird scharf. Der Kraft verschwindet, es verschwindet langsam. YouTube-User. Und das verschwindet dann ebenfalls. So. Damit bedanke ich mich nochmal an alle Zuseher, die mir dann bei diesem Tutorial zugeschaut haben. Ich kann sagen, es ist eigentlich ganz leicht, diesen Effekt zu erstellen. Man braucht nur halt ein wenig Übung und ein bisschen Erfahrung mit Cinema 4D und mit After Effects, Photoshop und Illustrator eigentlich nicht so. Nur diese zwei Hauptprogramme. Damit bedanke ich mich nochmal und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial.